Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Ja, heute befinden wir uns im Reich der zwei Türme. Der Turm von Return to Dark Tower hat Einzug gehalten in die große Showvitrine. Und noch ein Turm, der aus Frostpunk, der so gesehen Brennmeiler, der Kohlemeiler zum Beheizen der Siedlung, ja, aber wir wollen natürlich ganz was anderes in dieser Folge. Und zwar nach kurzer Unterbrechung geht es jetzt endlich weiter mit der 9. Folge in der Serie. Wir bauen XXL Brettspieltische, XXL und Modular. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Und wie gesagt, ich habe mal alles soweit hier vorbereitet, was diese Folge anfängt. Als erstes hier mal die Mitte hier. Ist jetzt der Bereich der Modularität, wo ich jetzt beide Tische aneinander geschoben habe. Und wie ihr hier seht, es passt super genau. Hier ist fast kein ganz bisschen Spiel, vielleicht 1-2 Millimeter. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Also das kommt schon sehr genau hin. Und ich habe schon Platz schon in der Hand gehabt. Dieser Klotz, den muss ich jetzt hier noch ein bisschen zuschneiden. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen was rausfräsen oder rausschneiden, dass der hier nachher genau dazwischen passt und bekommt dann auch zwei Verbindungselemente und kann dann von hier oben so draufgesteckt werden. Dasselbe haben wir natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Ich gehe nochmal ganz kurz rüber. Hier kann man auch erkennen, hier, ich muss es noch ein bisschen weiter aneinander schieben, aber hier kann man es auch sehen, wenn ich hier drüber fahre. Ein ganz bisschen, 1-2 Millimeter vielleicht. Und dieser Klotz kommt natürlich hier irgendwie so dazwischen. Mal gucken, Hochkant oder so. Ich schaue mal. Ich denke mal, ich werde den so anbringen. Da sind die so gesehen breiten Seiten in der Spielersicht. So, also hier haben wir nachher die ganz vielen kleinen. Ich gucke mal, vielleicht wird auch so angebracht. Ich gucke mal, wie ich es nachher genau machen werde. Ja, das steht in dieser Folge an. Die beiden Klötze werde ich ihm einmal zuschneiden, dass hier die modulare Verbindungsstücke soweit passgenau angebracht werden. Und dann ist die untere Schicht, das Hauptrahmengerüst soweit vorbereitet. Dann kann ich weiter anfangen, hier die obere Deckschicht entsprechend genau zuzuschneiden. Ich habe hier mal eins dieser Bretter hingelegt. Die sind ein bisschen breiter so gesehen als das untere Teil. Ich glaube knapp 18, 19 mm breiter. Hat entsprechend, glaube ich, knapp 20 mm in der Höhe. Und dann, ja, wie gesagt, die Länge sind dann 92 oder 98 oder 94, ich weiß nicht genau, ich glaube sogar 94 mm. Das schneide ich hier dann nochmal auf Gärung zu. Rundherum wird das dann nachher draufgeleimt. Und das werde ich machen. Dann können die Füße soweit erstmal wieder abmontiert werden, alle abgerundet werden, die Filzkleider können runter, dann können die geölt werden. Ich gucke mal, ob ich das auch diese Folge schon mit beginne. Schauen wir mal, wie weit es kommt, dass einer der großen Sessel hier, der Brettspiel bequem Sessel für lange Brettspiel-Session oder natürlich auch für Werkstatttätigkeiten, wenn es um den Organizerbau geht. Den kann ich auch erstmal wieder rausstellen. Den habe ich mal getestet, also der ist super bequem, kann ich nur jedem empfehlen, der sich neue Möbel sucht. Die sind super bequem, super standfest, haben eine schöne Rückenlehne. Die kann man auch dann zum Mediengucken später ganz gut benutzen. Ja, wie gesagt, so viel vorab. Ich werde jetzt hier erstmal diese beiden Klötze soweit zufräsen, die Verbindungsstücke hier entsprechend draufkleben, draufschrauben und dann gucken wir uns dann das Ganze nochmal im Resultat an, fertigen Resultat. Ich werde vielleicht hier nochmal so ein, zwei Fixpunkte nochmal Löcher reinmachen, wo der dann nochmal hier einen Aufsatz bekommt und dasselbe natürlich auch nochmal für die beiden. Vielleicht auch nochmal einen Fixpunkt in der Mitte. Ich schaue mal, wie ich es genau machen werde. Das sehen wir natürlich auch. Okay, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, wieder einiges an Werkzeug zum Ausrichten, zum Festklemmen. Und wir schauen uns einmal an, wie die Eckverbindungen jetzt genau aussehen.
damit die hier in dieses Loch und in diese beiden Verbindungspunkte passen. Wir waren ja angefangen mit so einem 8x8x8 Quader, glaube ich, ein Klotz, der passt hier genau rein. Ist natürlich jetzt hier noch viel zu hoch, weil unten noch was ausgefräst werden muss. Da habe ich jetzt hier das Musterstück, also schon das fertige Stück. So sieht es von unten aus. So sieht es von oben aus. Und hier kann man schon sehen, die Verbindungsteile sind genau dran, genau ausgerichtet. Den können wir jetzt hier einfach mal so reinsetzen hier, dass der die beiden Tische hier miteinander verbindet. Wieder eine Hochzeit so gesehen. Aus zwei Tischen wird ein Tisch. Dasselbe haben wir natürlich auch auf der anderen Seite. Jetzt sind beide Tische fest miteinander verbunden. Das Einzige, was ich nochmal machen will, weil hier ist so ein bisschen der, so gesehen, der weiche Punkt des großen Tisches, weil er hier nicht so viel Stabilität hat. Jetzt werde ich unter den anderen Tisch hier noch was unterarbeiten, dass er hier entsprechend aufhängt, dass ich hier nachher eine ebene Fläche habe. Hier an der Seite ist es genau passend. Da auch hier in der Mitte hängt der große Tisch ein bisschen durch. Sind nur ein paar Millimeter. Mit den entsprechenden Neoprenmatten fällt das nachher auch gar nicht weiter auf. Aber ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen was unterfüttern. Das sieht man nachher auch nicht. Das werde ich hier nachher auch aus dem Rahmenteil wieder rausnehmen hier. Und zwar hier von der Kante nehme ich ein bisschen was weg. Dann kommt hier an die Tischplatte was entsprechend dran, von unten festgeleimt, festgedübelt vielleicht. Ich denke mal, nur Leim reicht da einmal drunter. Dann, wenn ich die Tische aneinander schiebe, so ein bisschen angeschrägt, dann hebt er die andere Platte so ein bisschen an, dass die genau auf einer Höhe sind. Ja, das, wie gesagt, gucke ich mir gleich nochmal an. Und dann haben wir alles soweit abgeschlossen, alles soweit vorbereitet und können jetzt mit dem oberen Rahmen beginnen. Ja, ich gucke mal, in welche Reihenfolge ich vorgehe, weil ich die Füße auch natürlich noch ein bisschen abrunden will, aber das erst zum Schluss. Ich denke mal, ich werde erstmal alle Bauteile fertig machen. Und dann geht es um den Zusammenbau, der finale Zusammenbau mit der Leimung. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Ich werde gleich hier mal den ersten Tisch wieder rausbringen. Wahrscheinlich hier erstmal den kleinen Tisch, die kleine Tischplatte. Hier oben den Rahmen anpassen, die Einfräsungen vornehmen für die schwarzen Platten, die im Hintergrund stehen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, so viel vorab. Wir sehen uns gleich nochmal sicherlich zu einem schönen Abschluss in dieser Folge. Nicht so viel passiert, aber sehr wichtige Elemente sind natürlich hier passiert. Die Eckverbindungen stehen. Und hier überlege ich mir auch nochmal, wie ich das hier nachher genau mache. Ich habe die Schrauben hier einfach erstmal nur reingesteckt. Die stören natürlich nachher. Ich gucke mal, wie ich das da nachher genau anstelle. Die Füße, die hier so gesehen am Ende sind, die haben natürlich hier eine feste Verbindung. Da muss ich nachher mal schauen, wie ich es nachher genau mache. Okay, wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich habe, denke ich mal, hier einen guten Schnitt. Hier habe ich nochmal die Eckverbindung. Ich habe jetzt den anderen Tisch schon wieder abgebaut. Ich habe da jetzt unten drunter noch so kleine Vertiefungen reingemacht und zwei kleine Nippel drunter gemacht, damit die auch von unten entsprechend einrasten. Und da passt er jetzt entsprechend hier drauf und dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite, wenn die beiden Tische miteinander verbunden werden. Im Normalfall sind natürlich beide Tische nicht miteinander verbunden. Bei diesem müssen wir noch hier die so gesehen Abschlusskante zuschneiden. Bei dem anderen Tisch habe ich es inzwischen gemacht. Wir können uns das ja mal angucken. Jetzt ist hier so gesehen das Brett drauf. Man kann es hier sehen, das ist irgendwie so knapp 2 cm dick und dann ein bisschen länger als der Rahmen, ich glaube 95 oder 94 mm statt 80, hier entsprechend auf Gehrung und auf der anderen Seite aufgrund des modularen Teiles ist natürlich hier kein Gehrungsschnitt, damit ich dieses Teil auch nachher, wenn das zusammengeleimt ist, vernünftig rausnehmen kann. Ja, und jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob das soweit passt mit den Platten. Insgesamt 5 Platten kommen hier später rein. Die müssen natürlich jetzt hier noch eingefräst werden, hier an dieser Kante. Und natürlich auch an den Platten, an den Seiten, beziehungsweise hier am Kopf und am Fußende, wie ihr hier seht. Ich habe genügend Auflagefläche auf der rechten und auf der linken Seite. Und wenn man diese beiden Platten, die jetzt hier oben drauf liegen, hier reinlegt, sind die jetzt hier, schließen die hier genau mit ab. Und der Überstand, den ich nachher dann durch 2 teilen muss, den haben wir hier, daran kann man erkennen, ausreichend Platz, um die Platten nachher vernünftig einzulassen, dass ich hier oben nachher eine schöne ebene Fläche habe. Ja, wir können jetzt auch nochmal in den Tisch reingehen. Hier kann man es nochmal sehen, dieser leichte Überstand.
der natürlich hier jetzt noch eine Einfräsung hier bekommt. Halbes Material rein, also gute 9 mm gehe ich hier nochmal rein. Und entsprechend dasselbe danach natürlich hier bei diesen Platten, bei den melaningeschichteten Platten. Und dann, das mache ich jetzt, da bereite ich jetzt schon mal so ein bisschen was vor. Das gucken wir uns dann zum Beginn der nächsten Folge an. Ich habe hier die Schraubköpfe bei dem Tisch auch nochmal wieder rausgenommen. Ich mache das jetzt so, ich mache erstmal alle Komponenten fertig, bevor ich dann hier der finale Zusammenbau ansteht mit der finalen Abschleifung und mit den entsprechenden Abrundungen. Aber dazu mehr sicherlich in der nächsten Folge. Das ist dann schon fast die letzte Folge. Ich denke mal, die und noch eine weitere Folge werden kommen. Und dann sind endlich die beiden Brettspieltische fertig, beziehungsweise der eine Riesentisch, wenn man die beiden miteinander verbindet. Ja, so viel für heute, so viel für jetzt. Freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Hat jetzt ja eine Woche länger gedauert aufgrund anderer privater Projekte. Aber jetzt geht's wieder voran. Jetzt gibt's wieder jede Woche ein wöchentliches Update zu der Entwicklung der Brettspieltische. Wir sehen uns demnächst mit weiteren Folgen auf meinem Kanal, dem Kanal von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye.